LP erzählt bekommen, nämlich dass ihr diese ganze LP verfilmen wollt. Was ist da drin? Ja, richtig. Wir haben uns überlegt, dass wir also von dieser normalen Videoästhetik eigentlich weg wollten und mehr so filmische, dramaturgische Mittel dafür benutzen wollten und haben mehrere Regisseure gefragt, die wir gut finden, ob die Lust hätten, zu der Musik zu arbeiten, und zwar in Form von Kurzfilmen, nicht in Form von Videos. Und wir haben also, wie gesagt, mehrere angesprochen und es hat auch sehr gut geklappt, so mit der Kommunikation. Mhm. Und dann sind jetzt, also ich weiß nicht, ob bis auf einen sind alle Filme jetzt mittlerweile fertig. Also Ende dieses Monats wird es fertig sein. Ist das denn dann ein zusammenhängendes Werk oder werden das alles einzelne Episoden sein zu jedem Stück? Ich soll dann unter dem Namen Songland auch möglichst in Kinos kommen. Das ist unser Traum auf jeden Fall. Ne? Wahnsinn, ich versuche noch nach einem entsprechenden Film, den man zusammen damit zeigen könnte, weil es natürlich nur so lang wie die LP halt 45 Minuten und das wäre kein abendfüllendes Programm, aber da wird sich was finden, nehme ich an. Aha. Dabei sind zum Beispiel Leute wie Dieter Meier, habe ich gehört, von Yellow, ne? Ja, das ist kürzlich dazu gekommen. Wir haben uns in München getroffen und Dieter hat das erste Video von uns gemacht und als wir ihm davon erzählt haben, war er so begeistert und gesagt, Mensch Leute, lasst uns doch mal was zusammen machen, und der realisiert jetzt auch einen Film von den also Middle of the Riddle für von dem Album. Mhm. Auf eurer neuen LP, die Themen der Stücke, worum dreht sich hauptsächlich? Also es gibt eigentlich kein so ein durchgezogenes Thema, also wie bei einem Konzeptalbum. Das kann ich so allgemein eigentlich nicht beantworten. Ne? Wir haben ja auch immer wieder ganz erstaunliche Erfahrungen insofern gemacht, also als es zum Beispiel darum ging, diese Filme zu realisieren und die Regisseure diese Musik interpretiert haben, haben die zum Teil Antworten oder Inhalte in den Stücken gesehen, die wir also vielleicht nur angedeutet haben oder die wir so aus dieser Perspektive gar nicht gesehen haben. Das war eigentlich auch das Faszinierende daran. Und es gibt ja auch noch eine Grafik-CD, wo wir selber mit altem Dokumentarmaterial so eine optische Umsetzung gemacht haben und wo wir dann auch festgestellt haben, als wir mit diesen Texten und mit der Musik uns nochmal neu beschäftigt haben, dass wir auch wieder zu neuen Punkten gekommen sind, die uns während der Produktion des Albums eigentlich so nicht präsent waren. Mhm. Und also das ist eigentlich so auch ein sehr faszinierender Aspekt für uns gewesen, also diese also auf sehr vielen medialen Ebenen zu arbeiten und immer wieder also den Song von einer neuen Perspektive zu betrachten. Mhm. War das Ganze nicht unheimlich teuer? Die Filme jetzt, oder? Mhm. Naja, wir hatten ein ziemlich beschränktes Budget dafür nur zur Verfügung, muss man ehrlicherweise halber sagen, aber die Regisseure hatten dafür die absolute Freiheit. Also dieses beschränkte Budget teilte sich dann noch auf unter diesen neuen Regisseuren, aber die konnten wirklich filmen, was ihnen zu der Musik einfiel. Und das war auch gerade unser Anliegen, ne? Eben praktisch eine Interpretation von anderen kreativen Menschen zu unserer Arbeit wieder zu sehen. Das ist wie eine Wundertüte gewesen. Ne? Also man war völlig gespannt, wenn so ein Film ankam. Was hat der oder jener da jetzt draus gemacht? Ne? Dann sehen wir jetzt einen Titel aus der Wundertüte, und zwar Romeo sehen wir. Wer hat das gedreht? Ian Pringle. Okay, danke fürs Hierbleiben. Romeo. Gedämmert haben.